to the BMW M2 Cup. We're thrilled to be here at the Lausitzring in Germany, excited for the second season of this fantastic series. And yeah, lot of new talents, lot of new challenges, lots of new teams. And we're excited because all in all, it's going to be a very exciting championship, that is for sure. And it's very international this year, in fact. We've got, I think, more than 8 different languages. And to get a feel for that, check this out. I'm Bart Horsten. I want to dream. I will prove myself. I will test my limits. I can shape my future. And I won't hide. Ich bin Aaron Wenisch. Ich möchte träumen. Ich möchte mich verbessern. Ich möchte meine Limits austesten. Ich möchte meine Zukunft gestalten. Und ich möchte mich nicht verstecken. Sono Diego Stifter. Voglio il futuro. Voglio farmi vedere. E voglio la prova. Ich bin Maxime Oosten. Ich ga dromen. Ich ga mijn limiet opzoeken. Ich ga mezelf beweisen. Maar ich ga nicht verstoppen. Hallo, ich bin Jarno. Ich will dromen. Ich kann mijn eigen bewijzen. Mijn limieten testen. Und meine Zukunft vormgeben. Aber ich soll mich nicht verstoppen. Hallo, ich bin Sean Fuster. Ich bin hier, weil ich große Träume habe. Ich will mich selber verbessern. Ich bin hier, um die Limits zu ertasten und um mich selber zu verbessern. Aber wenn ich nicht will, ist kneifen. Heffler Robi vagyok. Álmodni szeretnék. Be akarom bizonyítani, hogy jó vagyok. Tesztelni akarom a határaimat. Szeretném megalapozni a jövőmet, és nem szeretnék elbújni. Ahoj, jsem Michal Makiš. Jsem tu, abych snil, abych se ukázal, abych poznal svoje limity, abych si vybudoval budoucnost a abych se neskrýval. All right, and I'm here with the founder of the BMW M2 Cup, Hans-Bernd Kamm. Fantastic seeing you here. Good having you. It's the second season, and so far so good, right? Are you excited about the new season? Yeah, absolutely, because we made a big job, so the crew brought the age of the drivers a little bit more down, so we have the USP with our BMW M2 Cup, and we look forward to the season. And now we just saw the film. There's so many different languages, so it's so absolutely international. How excited are you about that? Yeah, we didn't expect it, that we get so much from the outside, from other countries, but fantastic. At the end, the languages we have is all over the world. Absolutely. And now, Lewis Henkefend was the champion last year. And obviously, the BMW M2 Cup is all about pushing the talents forward. So, Lewis was a champion last year, and this year he's already driving in the DTM Trophy. So, I guess that is exactly what it's all about, bringing these young boys and girls to do their career, right? Yeah, we go on with this, with BMW. We have set up even in the paddock where we have the M2 and the M4 cars together, and they can learn from each other. And this year we will have the same result. The best will sit in GT4 M4 next year. And also, I mean, here at the Lausitzring, it's always exciting being here. What are you expecting for the first race weekend of the season? Yeah, I expect that we are very close together from the first moment on, and later on the very new talents will come to the top as well. We had in the practice 10 cars in 1 second. That's fantastic. Absolutely. So I guess we can expect very tight racing here at the Lausitzring? Yeah, for sure. And that always means it's exciting, that's for sure as well. Now, it's very windy. We had a stormy night last night. We're all excited, I think, that it's dry and not wet today. But very windy, as we can see. I can hardly see you, same with you here. what do you think does that do to the track and to the conditions, being so windy and a little chilly? It's the same condition for everybody, so we like that changings are there. So they have to learn to handle it, and this is the case why we are doing motorsport. Absolutely. And how excited are you about the BMW M2 Cup being in the second season here in the frame of the DTM? That's for sure the right platform to go to, because here they can see where they want to go in the future. They see the heroes in the DTM and they know where to go. Absolutely. Hans Bernd Kamm. I'm sorry.
It's so windy, it's irritating. Thank you so much, and I'm going to try to grab some drivers. Thank you so much. And here we got Maxime Austin. We're saying it's all about everybody being so international, so here's another very international face. Hello, Maxime, how are you doing? Yeah, I'm good. And you? Fantastic having you back here in the BMW M2 Cup. How excited are you? The season finally beginning. Yeah, I'm very excited. The season started late, the same as last year, but the competition looks strong, so I'm looking forward to it. And also a little nervous or just excited? Just excited. Excited for the season to start. All right, but starting from P2, I guess it's always a good way to start. And hopefully for the race, you're aiming for victory, I guess. Yeah, for sure. I hope so, but we will see. It's going to be a tough race, I'm sure. Yes. All right. Thank you so much. So that's Maxime from the Netherlands. We've got Fabian Keim in the front in pole position from Germany. And we've got another face here. He's from the Czech Republic. We've got Mikhail Makeš. And so, hello, Mikhail. How are you? Hello, hello. You're starting in P3, your first year in the BMW M2 Cup. So we call you a rookie. And also now there's a rookie championship. So are you aiming for the title there? Or for the complete title in the championship? Yeah, I cannot say right now. We'll see. I'm extremely happy to be on P3 in my first racing weekend with this car. So yeah, we'll see. Right now, it's just to learn, be consistent throughout the race, and I'll see where I finish. All right. Well, best of luck for the race. Thank you so much, Mikhail. And now let's go to the front to just quickly still grab Fabian Keim, who's starting in pole position. So let's see how he's doing. And surely the first race of the season is always exciting. So, Fabian, hello again. Hello. Good to see you. How are you doing? Yeah, so far good. It's a nice feeling to be on the podium, on the pole position, sorry. Not yet on the podium, but I guess starting in pole position, it's always it's very close to the podium. So do you think you can go for a victory or a podium all in all you're happy with? Yeah, to be honest, it would be nice to be on the podium, and for sure victory will be the best. The feeling is quite good, so we're looking forward to this. All right, but till then, it's still a long way, so best of luck to all the drivers, and now everybody enjoy. Here's your commentator. Ja, danke Verena Vriet, danke Hans-Bernd Kamps aus dem Hause Project One Two Limit, die Agentur aus Lohne, die ja schon viele große Karrieren in die Wege geleitet hat. Ich nenne nur einen Namen, stellvertretend für viele, Timo Glock, damals auch von Hans-Bernd Kamps und Jörg Michaelis betreut. So, und an meiner Seite als Co-Kommentator hier beim ersten Rennen der Saison im BMW M2 Cup, David Kolkmann, einer der Instruktoren, einer der Coaches für diese jungen Nachwuchstalente. Und David, wir haben in der DTM-Trophy jetzt direkt aus dem BMW M2 Cup mit Colin Carisani, mit Nick Hanke, mit Rodrigo Almeido und natürlich dem Champion Luis Henkefendt vier Fahrer hochgebracht. Das ist euer Ziel, ne? BMW M2 Cup als Startplattform und dann weiter in die Trophy und im Idealfall irgendwann mal in die DTM. Absolut, genau. Das ist das Ziel dahinter. Also wir haben letztes Jahr es geschafft, einige Piloten jetzt hochzubringen, wie du gerade gesagt hast. Der Luis, eben der die Meisterschaft gewonnen hat, ist einer davon. Sind auch gut unterwegs im GT4 und ja, also das ist wirklich ein sehr gutes Sprungbrett. Ich hatte neulich das Vergnügen mit Colin Carisani, den habe ich in Meppen auf der Rennstrecke eher zufällig getroffen und dann hat er mich eine Runde in einem Radical-Sportwagen mitgenommen. Also mir war noch nie so schlecht in einem Auto. Die Jungs können richtig was. Aber bleiben wir mal beim Polesetter, den wir hier sehen. Die 43 im Schaeffler-Design, Fabian Keim, zweifacher deutscher Rallye-Champion. Du warst jetzt mit allen als Instruktor und Riding-Coach, du warst jetzt mit allen Tests. Fabian Keim nicht, der hat das glaube ich erst vor 3 Tagen erfahren, weil im Moment bei seiner Agentur Pole Promotion das Rallye-Programm, was er eigentlich anstrebt, nicht so umzusetzen war. War letztes Jahr ja schon ein paar Mal Gaststart. Ja, jetzt kommt er ohne Test hier an und stellt das Auto auf die Pole. Naja gut, wenn man zweifacher deutscher Rallye-Meister war, dann kann man Auto fahren. Absolut, also Fabian wirklich einen extrem souveränen Job gemacht gestern, sowohl im freien Training als auch im Qualifying. Ja, doch, wirklich überlegen gewesen. War letztes Jahr natürlich auch schon hier auf der Strecke unterwegs, kennt dementsprechend die erste Kurve, also das Oval. Ja, und fährt das Auto einfach sehr, sehr sauber und ja, da ist man schnell mit dann. Fehler verboten. Was machen denn die heute veränderten Bedingungen im Vergleich zum gestern zum Training? Fabian Keim, wie gesagt, auf der Pole Position. Dann haben wir Tom Nittel, ebenfalls vorne mit dabei. Osten Makeš, der Tscheche. Wir haben sie gerade alle gehört bei Verena
Vriet im Interview. Und das habt ihr sicherlich alle mitbekommen, was da gerade besprochen worden ist. Was machen denn für den BMW M2, und du kennst das Auto mit am allerbesten, was machen diese Bedingungen? Es ist deutlich kühler. Gestern über 40 Grad Asphalttemperatur, heute nur 30. Absolut. Also jetzt ist es erstmal wichtig, die Reifen auf Temperatur zu bringen. Das war gestern deutlich einfacher durch die wärmeren Bedingungen. Und heute ist es dementsprechend kühler. Natürlich haben wir ein bisschen mehr Reifendruck drin als gestern. Also es sollte schon möglich sein, aber die ersten paar Runden werden sicherlich nicht einfach sein. Die Goodyear Einheitsreifen im BMW M2. 50 Jahre BMW M GmbH. Und jetzt geht's auf die Formationsrunde, auf die Aufwärmrunde. 4,6 Kilometer die Strecke hier ja lang. Und auch schön für euch, dass Turn 1 genutzt wird. Ne? Das ist ein Riesenspektakel, eigentlich egal in welcher Rennserie. Bist du schon durchgefahren durch Turn 1? Hattest du schon das Vergnügen? Und wie ist es im M2? Ja, tatsächlich hatte ich letztes Jahr bei den Taxifahrten das Vergnügen, das erste Mal in dem Oval zu fahren. Ist natürlich wirklich beeindruckend, wenn man das erste Mal mit den Autos 220, 230 da ankommt. Einlenkt mit Vollgas und dann erst langsam auf die Bremse geht. Ja, ist schon was ganz Besonderes. Hat man so auf keiner anderen Strecke im Kalender. Und ja, ist schon sehr speziell. Nochmal die Startaufstellung. Fabian Kreimer also auf der Pole vor Maxim Osten aus den Niederlanden. Dann dahinter Michael Mackes, der Tscheche. Tom Nittel auf der vierten Position. Lorenz Stegmann auf 5. Jano Drau. Und wir sehen an den vielen verschiedenen Nationalitäten schon, dass euer Konzept, was ihr euch in Lohne bei Project One ausgedacht habt, ja, das funktioniert. Ne? War höchste Zeit, dass wir im Rahmenprogramm der DTM wieder so eine Plattform bekommen. Absolut. Also es zieht wirklich viele Fahrer an, auch international nach dem letzten Jahr, was ja wirklich schöne Rennen produziert hat. Das wird sicherlich jetzt auch wieder der Fall sein, wenn man sieht, wie eng die Autos zusammen sind. Ja, es ist schön zu sehen, dass die jungen Fahrer diese Serie wertschätzen. So sieht's aus. Ich hatte ja letztes Jahr auch schon mal das Vergnügen, habe mich leider nicht ganz so gut geschlagen, das Auto zu fahren mit Matthias Killing am Noritzring. Da hat er mir schön einen übergebraten. Der Matthias Killing wird in diesem Jahr auch noch einen Gaststart machen, habe ich gehört, am Nürburgring. Zusammen auch mit meinem langjährigen MotoGP-Experten Alex Hofmann. Das ist schon sowas, wo du als Coach auch involviert bist. Ne? Also offenbar hast du letztes Jahr dem Matthias bessere Tipps gegeben als mir. Da bin ich mir nicht so sicher, ob ich das gemacht habe. Aber das ist richtig. Also das wird sicherlich spannend werden, wie die sich da schlagen werden. Werden wir viel coachen auf jeden Fall, sodass dass die vorbereitet sind. Das wird schon werden. Ja, und dann nächstes Wochenende im Rahmen des 24-Stunden-Rennens, das die Informationen für die Fans, das sogenannte Legendenrennen. Eure Autos hier, die BMW M2 Cup-Fahrzeuge, werden dann im Rahmen des 24-Stunden-Rennens wirklich ein Legendenrennen fahren mit unfassbaren Namen. Arturo Mesario, Dirk Adorf, da freue ich mich ganz besonders drauf, der ja dann gleichzeitig auch für die Kollegen von RTL Nitro das 24-Stunden-Rennen übertragen wird. Und auch der Chef der BMW M GmbH wird dann im Auto sitzen. Das ist eine runde Geschichte, aber auch anstrengend für euch, ne? Alles vorzubereiten. Und guckt man da so ein bisschen auch heute hin, da darf eigentlich so viel nicht kaputt gehen. Ne? Absolut, das wäre nicht gut, wenn vor allem morgen im zweiten Rennen dann die Autos kaputt sind und die alle vorbereitet werden müssen, weil die direkt zum Nürburgring gehen. Ja, das wird sehr, sehr spannend werden. Ich freue mich drauf. Gibt es irgendeinen von den Legendenfahrern? Ist ja wirklich ein unglaubliches Line-Up, was da die BMW M GmbH für das 50-jährige Jubiläum zusammengestellt hat. Gibt es da irgendjemand im Feld, auf den du dich besonders freust? Hast mal durchgeguckt? Ja, ich habe durchgeschaut. Ich kann nicht eine Aussage treffen, wer da wirklich stark sein wird. Ich freue mich einfach drauf. Es wird schon cool werden. So, jetzt Konzentration auf die Ampel, auf den Start. 30 Minuten plus eine Runde. Die Distanz im BMW M2 Cup. Grün links, das ist Fabian Kreim, der zweifache deutsche Rallye-Meister. Und der gewinnt auch den Sprint zur ersten Ecke. David, aus deiner Sicht, was müssen die jetzt da machen? Da greift er innen an. Klappt auch. Gut Positionen, gut gemacht. Sehr gut. Ja, der Tom Nittel vor allem, der hat einen super Start gehabt. Ich glaube, von 4 auf 2 gefahren. Also ist richtig gut weggekommen, hat eine super Reaktionszeit gehabt. Ja, und jetzt Turn 1 ist wichtig, dass die Autos sich einsortieren. Und da gibt es auch schon die ersten Kämpfe in Turn 2 rein. Sehr viel Platz, da kommt ein Auto schon angeschossen. Maxim Osten hat da halt ein bisschen verloren gegen Tom Nittel. Und vorne Fabian Kreim. Der mit seiner Rallye-Erfahrung natürlich Fahrzeugbeherrschung vom Allerfeinsten auf sich vereint, sehr gerne hier mit dabei ist. Und das ist auch ein guter Maßstab für die Jungs vor allen Dingen, ne? Für die lernen wollen, wenn sie da so einen voll
Gasprofi und Rallye-Champion, zweifach sogar in Deutschland, der ja auch international schon Rallye-Erfolge hat. Ja, und die ersten drei, die haben sich mal gleich abgesetzt, aber das ist wie in jeder anderen Rennserie auch, wenn es da Zweikämpfe gibt, wenn es da Rad-an-Rad-Duelle gibt, dann verliert man eher Zeit. Weit draußen da die 47, das ist Michael Macke, der ohnehin Plätze verloren hat und jetzt auch noch im Dreck war. Genau, ein bisschen rausgedrückt worden. Da gibt's auch schon den nächsten Kontakt. Das geht allerdings gut. Ja, bei Michael Marquez ist es so, der hat gestern im Qualifying relativ wenige Runden gefahren und hat sich ein bisschen Reifen gespart. Also es könnte zum Ende des Rennens hin noch spannend werden, wenn er wieder aufholen kann. Aber ja, die ersten drei haben sich deutlich abgesetzt. Dahinter ist ein bisschen, Kämpfe. Haben wir gerade gesehen, Leonhard Hogenboom mit der Startnummer 27, der da in Zweikämpfe verwickelt war. Und jetzt haben die ersten drei natürlich Fabian Kreim vorne weg. Dann die 54 wieder auf zwei vorgefahren, an Nittel vorbeigegangen. Das ist Maxim Osten. Jetzt haben die drei vorne die Chance, sich ein bisschen abzusetzen, weil sie sich aus allem raushalten können. Genau, die sind einfach sauber gefahren, konnten Turn 1 eben quasi Vollgas fahren nach dem Start und waren sich da relativ einig in Turn 2 rein. Haben sich da nicht viel aufgehalten und dahinter eben eine größere Lücke gewesen durch die Zweikämpfe. So, und rein in die erste Kurve in Turn 1 ins Oval. Das geht auch mit dem BMW M2. Ja, eigentlich immer voll, ne? Voll tatsächlich nicht, nee. Also du lenkst mit Vollgas ein, lupfst dann kurz, gehst ganz sanft auf die Bremse und gehst dann wieder ins Gas. Also der Ausgang ist da sehr, sehr wichtig mit diesem Auto. Fabian Kreim, alles richtig gemacht. Dann Osten auf der 2. Dann Nittel auf der 3. Position. Dann haben wir Jano de Hau, der Belgier, der hier auf der 4. Position im Moment notiert wird. Dann haben wir Marc-David Müller auf der 5. Position, Deutscher. Und wir haben ja wirklich eine unglaubliche internationale Mischung. Tschechien, Belgien, Italien, Schweiz, Niederlande. Sogar mit Bartholomew Osten ein Australier mit am Start. Das ist wirklich international besetzt, der BMW M2 Cup. Rennsport at its best und die perfekte Basis für eine eventuell große Karriere. Und wir haben ja in den Fahrerporträts vorhin gehört, dass die Jungs alle große Ziele haben. Ist es so, dass du die sogar manchmal bremsen musst? Ja, manche sind sehr, sehr motiviert, schreiben sich jedes einzelne Detail auf, jeden einzelnen Luftdruck, die ganzen Einstellungen des Autos und wollen einfach alles wissen. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich auch sehr gut. Man merkt, dass die Fahrer sich damit auseinandersetzen, dass sie was vom Auto verstehen wollen. Wir bieten auch Lehrgänge an während der Saison. So dass wir die einfach top vorbereiten. Ja, und der Fabian Kreim ist ein gutes Beispiel. Ich habe es eingangs erwähnt. Dennis Rostek von der Agentur Pole Promotion, der ja auch Sheldon, Calvin van der Linde, Niki Thiem, René Rast betreut mit seiner professionellen Agentur. Der ist auch der Manager von Fabian Kreim. Und hier sehen wir mal BMW M2 Cup Kontakter zwischen der 11. Das ist Sean Fuster, der Schweizer. Ja, das war ein bisschen zu viel, ne? Da zuckst du immer gleich ein bisschen zusammen, weil wir haben es angesprochen, nächstes Wochenende Nürburgring Nordschleife, BMW 50 Jahre MGmbH mit Michael Mackes, dem Tschechen. Ist doch mal gut gegangen, ne? Das halten die Autos aus. Ja, da sehen wir auch die 14 jetzt gerade nochmal, die da einen großen Ausritt hatte. Das ist Jano de Hau. Genau. Er hat da Glück gehabt, dass er das Auto einfangen konnte, bevor die Reifenbarriere da kam. Also er ist schnell unterwegs, muss jetzt wieder ein bisschen aufschließen. Das hat natürlich viel Zeit gekostet. Also ich erinnere mich von meiner Gelegenheit, als ich letztes Jahr am Norrisring fahren durfte, mit den Bodenwellen da am Norrisring. Und Bodenwellen gibt es hier ja auch jede Menge. Ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass das Auto auf der Hinterachse relativ leicht ist, relativ unruhig war. Ich weiß nicht, ob das nur mein Eindruck als Vollamateur war oder ob das tatsächlich so ist. Es ist tatsächlich so, da du den Motor ja vorne hast, ist das Auto hinten sehr, sehr leicht, weil man einfach nicht viel Gewicht drin hat. Das geht aber trotzdem ganz gut, sobald der Reifen auf Temperatur ist. Aber wenn du ein wenig Temperatur in den Reifen hast, ist es einfach sehr rutschig und du musst aufpassen. Fabian Kreim, der Gaststarter aus dem Hause Pole Promotion, hier auf Abwägen. Jetzt Sean Fuster wieder. Das ist ein bisschen zu viel Kiesbett, also Rennen für ihn eigentlich gelaufen. Fabian Kreim vorne, der macht einen perfekten Job, aber Achtung, der hat nämlich Besuch. Maxim Osten ist weniger als eine Sekunde hinter dem grünen Auto mit der 43. Da sehen wir die ersten drei, ja, und wenn die jetzt keinen Bockmist mehr bauen, dann sind die ersten drei da erstmal weg. Das wird schwierig jetzt für die Verfolger, da wieder ranzukommen. Marc-David Müller sehen wir da als vierten, als nächsten Verfolger. Was haben die denn besser gemacht jetzt, die ersten drei, als die Verfolger, die dahinter fahren? Ja, einfach wie ich eben gesagt habe, die sind beim Start direkt in der zweiten Kurve, waren die sich einfach einig, haben sich positioniert.
positioniert und haben geschaut, dass sie einfach eine Lücke rausfahren auf die Autos dahinter, die ja Zweikämpfe hatten. Ja, und jetzt ist dahinter ein recht enges Rennen gerade. Autos sind alle ähnlich schnell. Das haben wir gestern auch im Qualifying gesehen, dass wir da eigentlich die ersten 11, 12 Autos innerhalb von einer Sekunde haben. Und das produziert natürlich immer richtig gute Rennen, wie man jetzt gerade sieht. Also die Zweikämpfe sind ja sehr schön anzusehen. Und für dich als Driving Coach und Rennfahrer, ja, das ist ein richtiges Rennauto, ne? Knapp unter 400 PS, die Goodyear Einheitsreifen, das Fahrwerk natürlich, und hier sehen wir nochmal, da wird er umgedreht und das kann natürlich dann nicht gut gehen. Sean Fuster, der wird froh sein, dass da nicht mehr passiert ist, aber das war ein bisschen zu optimistisch, da so innen reinzufahren. Ja, war eigentlich vorprogrammiert, dass dann die Kettenreaktion, Robert Helfer war das, mit der Position, mit der Startnummer 53, der Ungar, der Fuster da umdreht, konnte nicht gut gehen, ne? War einfach kein Platz. Konnte absolut nicht gut gehen, da hat er sich ein bisschen verschätzt auf der Bremse, auf der Innenseite ist natürlich ein bisschen dreckiger, das heißt, man hat schlechtere Bremswirkung, ja, und hat sich dementsprechend verbremst und ist dem Sean Fuster leider ins Auto gefahren, dementsprechend ist das Rennen gelaufen für ihn. Heute ein Rennen, morgen ein Rennen für die Fans hier im Rahmenprogramm. Es wird eine Menge geboten. Wie kommt das denn bei euch im Cup an? Auch ihr habt ja eine wunderschöne Hospitality aufgebaut. Man kann sich die Autos anschauen und das gehört zu DTM ja dazu, dass die Fans ins Fahrerlager dürfen. Wie kommt es denn bei euch im Cup an, im BMW M2 Cup, dass wir wieder Zuschauer haben? Endlich! Ja, wunderbar. Also man merkt wirklich, wenn man ins Fahrerlager reinkommt, dass die Leute wieder auftauchen. Jetzt vor allem heute beim ersten Renntag hier am Lausitzring. Einfach viel mehr Leute da, auch die Tribünen, das füllt sich alles. Die Stände sind gut besucht und ja, die Menschen freuen sich einfach, zurück an der Rennstrecke zu sein. So, und die ersten drei sind wirklich weg. Wir sehen die Abstände eingeblendet. Also Osten, Nittel, ja, 2,53 Sekunden der Rückstand vom dritten von Tom Nittel. Da könnte vielleicht noch was gehen, aber eben schon 9 Sekunden auf den vierten. Das ist eine Menge Holz. Das ist wirklich, ja, fast kaum noch aufzuholen in diesem Rennen. 9 Sekunden hat Fabian Kreim da also auf Leonhard Hogenboom, den vierten, rausgefahren. Und schon wieder einer neben der Strecke. Und ich merke es an dir, du zuckst jedes Mal zusammen, wenn es da ins Kiesbett geht. Ja, ich habe jetzt gerade geschaut, es war wirklich ein Fahrfehler. Er ist einfach selber ins Kies gefahren. Das war nicht mal ein Zweikampf, deshalb müssen wir später mal analysieren, was da falsch gelaufen ist. Genau, die ersten drei, wie gesagt, haben sich ein bisschen abgesetzt, nutzen den Windschatten ein bisschen von den Autos davor, bleiben also dran und dahinter. Es sind halt konstant Zweikämpfe. Ja, und das hier macht richtig Spaß. Solche Zweikämpfe wollen wir da sehen. Das kostet natürlich Zeit, das ist nicht unbedingt schnell. Diego Stifter mit der 25 im Infight mit der 14. Das ist Jano Dahau, der Belgier, der dann als Kettenreaktion darauf erstmal durchs Kiesbett fahren muss. Ja, und das kostet einfach Zeit. Ist ja logisch. Und wir sehen da vorne die ersten drei. Die sehen wir schon nicht mehr aus dieser Kameraeinstellung. Heißt, Fabian Kreim macht einen perfekten Job. Jetzt kannst du das sehr gut einordnen. Du hast die Jungs betreut, du hast sie gecoacht, du hast sie rangeführt hier an den Saisonauftakt. Ja, und der Fabian Kreim, der hat von seinem Manager Dennis Rostek von Pole Promotion, ich glaube, erst vor 3 Tagen den Anruf bekommen, dass er hier mitfahren darf und soll im BMW M2 Cup. Wie gesagt, eigentlich Rallye-Fahrer, deutscher Rallye-Meister mit internationalen Ambitionen, aber sehr froh, dass er hier eine Fahrgelegenheit dank euch, dank Project One bekommt im BMW M2 Cup. Jetzt ordne das mal ein. Der war nicht testen, im Gegensatz zu den Youngstern, die ihn da verfolgen und unter Druck zu setzen versuchen. Wie muss man das einordnen, dass da einer kommt, ja, und dann erstmal die Pole holt und jetzt so souverän das Rennen anführt? Ja, man muss natürlich sagen, dass der Fabian im letzten Jahr ja dabei war beim Cup und die Strecke mit dem Oval Turn 1 dementsprechend kennt. Das hat schon Vorteile. Trotzdem sehen wir aber, wenn wir die Daten anschauen, dass er einfach das Auto genau einschätzen kann. Und da sind die anderen noch ein bisschen hinterher. Die müssen einfach noch ein bisschen mehr das Auto lernen, ein bisschen ein paar Testtage fahren, die Rennwochenenden einfach ausnutzen, Fahrzeit einfach einholen. Und die hat der Fabian eben. Aber es ist sehr, sehr beeindruckend, dass er eben dieses Jahr noch gar nicht in diesem Auto saß und jetzt direkt vorne mitfährt oder ganz vorne ist, dominiert ein bisschen hier gerade, auch mit den schnellsten Zeiten aktuell. Ja, das ist wirklich stark und da müssen die anderen noch ein bisschen schauen, dass sie da hinterherkommen aktuell. Die 99, Lorenz Stegmann, der zeigt sich da mit dem schwarzen Auto hier, da ist er, die 99. Gute Aufholjagd von ihm, ist mittlerweile schon auf der 6. Position angekommen und der Drängel, der ist schneller als die beiden vor ihm, ne? Richtig, der versucht jetzt gleich am Marc-David Müller vorbeizugehen. Jetzt hat er gleich Windschatten auf der Geraden. Mal schauen, was das für einen Effekt hat.
Aber da könnte gleich ein Angriff kommen, vielleicht in Turn 2 rein. Also Lorenz Stegmann im Moment der Mann des Rennens. Vorne aber schnellste Rennrunde. Vielleicht geht da noch was für Tom Nittel mit der 7. Jahrgang 2002. Also wir haben ja wirklich eine tolle Mischung an jungen Talenten, extrem jungen Talenten. Und wir haben vorhin Colin Carisani ja zum Beispiel erlebt oder auch euren Meister im letzten Jahr, die sich in der DTM-Trophy sehr, sehr respektabel schlagen. Ja, was glaubst du, wann habt ihr das erste Mal einen in der großen DTM aus dem BMW M2 Cup kommend? Was ist deine Einschätzung? Gute Frage. Muss man jetzt die nächsten paar Jahre einfach beobachten, aber die Plattform, die jetzt geboten wird mit dem Aufstieg in die GT4 und dann ja eventuell in die DTM, ist natürlich einzigartig aktuell. Also ich denke schon, dass es in den nächsten paar Jahren möglich ist. So, jetzt ist er an der 22 vorbei, die 99. Der Mann im Moment, auf den die Kameras gerichtet sind, Lorenz Stegmann, ist da der Schnellste in dieser Verfolgergruppe, allerdings mit 12 Sekunden Rückstand auf Fabian Krain. Und David, du betreust die Jungs und ich kann dir sagen, Martin Tomczyk, der Serienmanager der DTM-Trophy, der ist da komplett hinterher, dass er eben halt diese Säulen, dieses Säulenmodell der DTM, dass er das ausnutzt. Und der BMW M2 Cup ist der Einstieg. Also wenn ihr zu Hause sitzt und Interesse habt, wenn ihr einen talentierten Sohn oder eine talentierte Tochter im Kartsport zum Beispiel habt und eine neue Betätigung sucht, der BMW M2 Cup, einfach mal auf die Two-Limits-Seite gehen, sich drüber informieren. Da gibt's alle Infos zum BMW M2 Cup. Ja, und das ist richtig geiles Racing, was wir hier sehen. Das Überholmanöver, ja, wie du gesagt hast, ne? Windschatten, perfekt gemacht, zack, vorbei. Genau, so hatte ich's angekündigt. Das ist genauso passiert tatsächlich. Also Lorenz Stegmann sehr, sehr spät auf der Bremse gewesen in Turn 2 rein. Konnte die Kurve gerade noch so bekommen und hat Marc-David Müller damit überholen können. Und das ist der führende 17 Minuten noch plus eine Runde für Fabian Krain. Der hat seinen Vorsprung ausgebaut. Aber guck mal, dahinter, ja, da wird's langsam eng. Da wird's langsam ungemütlich. Denn Maxim Osten, der könnte gleich Besuch bekommen von Tom Nittel mit der Nummer 7. Du kennst die Jungs am allerbesten. Beschreib mal die Charaktere. Was sind das für Typen? Maxim Osten und Tom Nittel, die da jetzt gleich vielleicht im Kampf um Platz 2 sich duellieren werden. Ja, Fabian Krain würde ich ja sagen, ein bisschen so der kontrolliertere, ein bisschen ruhigerer Typ. Maxim Osten natürlich, sehr, sehr jung, sehr großer Junge vor allem. Also wenn der aus dem Auto steigt, muss man erstmal genauer hinschauen und fragt sich, wie der da reinpasst. Ist ein bisschen... Kenne ich das Gefühl. Ja, genau, also ja, der will halt einfach gewinnen. Der hat einen extremen Biss, fährt ja auch den niederländischen Cup mit. Also hat schon viel Fahrzeit in dem Auto. Der hat extrem Biss, aber auch Tom Nittel ist auch wieder ein bisschen ruhiger tatsächlich, aber sehr, sehr schneller Junge. Also der versteht genau, wenn man ihm was sagt an den Daten, was er umsetzen muss. Und das sieht man auch, er ist sehr schnell unterwegs. So, und da wir überall unsere Spione haben, ne, also Dennis Rostek zum Beispiel hat mir gerade geschrieben, Tom Nittel, wenig Luftdruck, der kommt gleich. Das ist eines dieser Parameter, und das weißt du am allerbesten, die man hier mit identischen Fahrzeugen im Cup ganz bewusst einsetzen kann. Aber da spielt auch Erfahrung eine Rolle, ne, um das mit dem Luftdruck bei den Goodyear-Einheitsreifen genau hinzubekommen. Absolut, ja. Wir geben ja einen Wert raus, in dem wir den alle Autos machen werden, also vom Luftdruck her. Und dann gibt es ein Minimum und ein Maximumwert, in dem die Fahrer dann noch Anpassungen machen können. Die können entsprechend niedriger oder halt höher gehen, um den Reifen ja früher oder später im Rennen perfekt ausnutzen zu können. Und der Tom Nittel profitiert jetzt aktuell ein bisschen davon und schließt, ja, ist sehr nah dran am Osten. Und Fabian Krain jetzt wieder mit der schnellsten Rennrunde. Michael Mackes gerade vorbeigegangen und jagt jetzt hinter der 99 hinterher, hinter Lorenz Stegmann, der da gerade der dominierende Mann war. Aber schau mal, da kommt der Angriff von der 47. Das ist der Tscheche, der jetzt vorbeigeht. Ja, und das ist eben das Ding, ne? Also exaktes Fahren mit den einheitlichen Autos, mit exakt gleichen Leistungsdaten. Da kommt es wirklich auf die Feinheiten an. Ich glaube, das große Zauberwort ist sauber fahren. Ganz genau, vor allem im Rennen. Dadurch, dass das Auto ja ein bisschen schwerer ist und wenn man damit rutscht im Rennen, vor allem in den langen Kurven, Turn 4, Turn 5, wie am Lausitzring, überlastet man den Reifen schnell und hat dann Probleme später im Rennen. Und wir sehen, dass Michael Marquez jetzt hier gerade gut aufschließen kann, sehr schnell unterwegs ist. Und der war gestern eben im Qualifying sehr, sehr schlau unterwegs, hat die Reifen ein bisschen geschont und jetzt profitiert er davon.
Du machst ja auch die Datenanalyse mit den Jungs. Wer bestimmt das eigentlich, wie viel Luftdruck da reinkommt? Macht das der Fahrer? Macht ihr das? Also du hast es gesagt, es gibt die Vorgaben, klar, die Werte. Aber wer bestimmt es letztendlich? Letztendlich liegt die Entscheidung bei mir und dem technischen Leiter des BMW M2 Cups. Also wir rechnen das aus, geben dann diese Empfehlung raus, die in alle Autos geht. Und ja, bis zu einer Stunde, bevor das Rennen dann losgeht, können die Fahrer einen Wunsch äußern. Hier, Tür an Tür. Das sind die Duelle im BMW M2 Cup, die wir sehen wollen. Das begeistert natürlich die Fans in Vorbereitung dessen, was wir da noch alles sehen werden. Die Tourenwagen-Legenden, natürlich die DTM-Trophy und dann natürlich auch das DTM-Rennen. Die natürlich hier, wenn wir die Vollprofis mal nehmen, begeistert sind, dass es so ein Rahmenprogramm gibt mit tollen Autos. Wie gesagt, ihr als Fans könnt euch umschauen, geht einfach mal vorbei. Der BMW M2 Cup hat seinen eigenen Fahrerlagerbereich und alle, inklusive meines heutigen Co-Kommentators David Kolkmann von Project One um Jörg Michaelis und Hans-Bernd Kamps, sind mehr als happy, wenn ihr euch Informationen einholen wollt. Die gibt's alle komplett drüben in der BMW M2 Cup Hospitality. Da geht's ganz schön zur Sache, ne? Jetzt also vorne Fabian Kreim, jetzt 2,6 Sekunden, das sieht gut aus, aber hier, die schenken sich nichts. Ja, genau, das ist so Top Ten rum. Da sind die wirklich sehr, sehr eng zusammen aktuell und könnte jetzt in den nächsten paar Kurven einen Angriff geben. Eventuell auch nochmal in Turn 1 oder auf der Stadtsieger den Windschatten ausnutzen. Und Turn 2 ist eigentlich die größte Möglichkeit, hier zu überholen. Aber natürlich, wenn der Vordermann Fehler macht, kann man auch jetzt gleich schon versuchen. Sind ja auch in diesem Jahr wieder zwei Damen dabei mit Jacqueline und Alessia Kreuzpointner. War ja auch im letzten Jahr schon so. Auch das gehört dazu. Die beiden Damen machen es sehr gut im Moment, sind auf 11 und 12, haben die Erfahrung aus dem Vorjahr. Aber da ist der BMW M2 Cup wirklich eine perfekte Plattform. Wir haben noch 12 Minuten verbleibende Renndistanz und Fabian Kreim in Ermangelung eines ja vernünftigen, sinnvollen Rallye-Programms im Moment hier Gaststarter im BMW M2 Cup. Ist da schon eine Entscheidung gefallen, ob der Fabian die Saison durchfährt? Meines Wissens nach ist es noch nicht gefallen. Ich würde es mir wünschen für ihn. Mit der Performance, die er hier abliefert, jetzt auch wieder schnellste Runde nochmal erneut, hat er sicherlich große Chancen auf den Titel, wenn er es so weitermacht. Ja, ich würde den Fabian, während wir hier wieder die Duelle sehen, das kennen wir schon, die 99, Lorenz Stegmann hat im Infight da natürlich mit Marc-David Müller. Ja, und diese Vierergruppe macht richtig Spaß. Also ich würde mir wünschen, den Fabian Kreim, und der hätte meiner Meinung nach als zweifacher deutscher Rallye-Champion ja längst wirklich eine internationale Plattform verdient. Seine Agentur Pole Promotion und Dennis Rostek, die geben da alles. Aber das ist halt in Deutschland im Moment nicht so einfach mit dem Rallye-Sport, da ein vernünftiges Auto zu finden, die Sponsoren zu finden. Verdient hätte Fabian Kreim es allemal, weil völlig egal, in was man den reinsetzt, der ist schnell. Absolut. Fabian ist wirklich ein Top-Fahrer. Das sieht man jedes Mal, wenn er ins Auto steigt. Der weiß wirklich ganz genau, was er tut. Fährt genau am Limit von den Reifen, in jeder Kurve quasi. Wiederholt er das. Und man sieht das jetzt auch, dass er einfach konstant übers Rennen gesehen die Lücke nach hinten ein bisschen vergrößert. Jetzt wieder 13. rausgefahren. So, und jetzt kommt Nittel mit der 7. Der weniger Luftdruck hat. Osten war am Anfang sehr schnell, lässt drauf schließen, dass die Strategie in Sachen Reifenluftdruck bei Osten eine andere ist als Nittel. Denn der kommt jetzt, sieht für mich ein bisschen schneller aus, aber das ist eben halt auch so das Problem, ne? Exakt gleiche Leistungseckdaten bei den Autos, also gleich viel Power, gleiche Beschleunigung, wenn man es normal und richtig macht, bedeutet, so einfach ist das nicht. Ranfahren, okay, aber überholen, da muss dann wirklich alles passen. Da muss tatsächlich alles passen. Man sieht auch, dass der Windschatten nicht so einen riesen Einfluss hat mit diesen Autos, auch wenn er jetzt wieder näher kommt. Ja, ich denke, er beobachtet jetzt gerade den Osten ein bisschen und überlegt, wo er den Angriff fahren kann. Jetzt ist er sehr nah dran, eventuell in Turn 2 rein gleich. Ende der Geraden könnte es passieren. Tom Nittel mit der 7 kommt da aus dem Windschatten raus. Aber Osten fährt jetzt schon da Kampflinie, weil er weiß natürlich oder sieht es im Rückspiegel, dass der Nittel da hinter ihm kommt. Also der will das verhindern. Hat nochmal geklappt für Osten. Hat nochmal geklappt, war später auf der Bremse. Tom Nittel hatte da keine Chance, noch innen reinzuziehen. Ja, wie gesagt, ich denke, er beobachtet das jetzt einfach für ein paar Runden und überlegt sich, wo er das Manöver dann fahren kann. Hier der Kampf um Platz 4. Ah, nicht exakt den Bremspunkt getroffen, Linie verlassen und schon sind die paar Meter weg. Ja, und dann nimmt er den Schwung auch nicht mit aus der Kurve raus. Das war super optimal.
Genau, da auch wieder einen kleinen Rutscher drin gehabt von Marc-David Müller, der jetzt eine Position verliert dadurch. Ist ein bisschen quer gekommen, das Auto ein bisschen überfahren und ja, da sieht man, dass die Reifen jetzt ein bisschen zu warm werden und ist sehr am Kämpfen. Ja, und wenn er nicht aufpasst, geht der Lorenz Stegmann mit der 99 gleich auch noch wieder vorbei. Sehr unruhige Fahrt da, also so wird das nichts für Marc-David Müller, der da Druck von der Konkurrenz bekommt und einer sagt vorne Danke, Fabian Kreim nämlich. 3,4 Sekunden, was für eine souveräne Vorstellung. Pole Position. Ja, und jetzt hier das Rennen mit 3,5 Sekunden Vorsprung anführen. Mehr geht nicht. Und das nochmal allergrößten Respekt. Vor 3 Tagen erst der Telefonanruf hier BMW M2 Cup in der Lausitz Gaststadt. Ja, das muss man erstmal so umsetzen. Ich meine, jetzt auch für jede Runde ist er ungefähr 3 bis 4 Zehntel schneller als die Autos hinter ihm. Kann die Lücke jede Runde vergrößern. Das ist sehr souveräne Leistung einfach. Gehen wir mal die Top 10 durch. Kreim, Osten, Nittel, das die ersten drei. Dann Hogenbohm, Mackes, Horsten, Müller, Stegmann, Stifter und De Hau. Das sind die Top 10. Dann auf 11 und 12 die beiden Schwestern Jacqueline und Alesia Kreuzbeutner. Dann haben wir noch Wenisch auf 13, Fuster und Häffler auf der 15. Position. Ist klar, da sind ein paar Jungs bei, die haben halt einfach noch nicht diese Rennerfahrung. Für die ist jeder Kilometer sehr, sehr lehrreich. Absolut. Also die müssen einfach ausnutzen, diese Fahrzeit, die sie jetzt bekommen am Rennwochenende, in den Rennen quasi noch ein bisschen als Test sehen, sodass sie beim nächsten Mal ja, besser vorbereitet sind, das Auto mehr kennenlernen, die Strecken kennen. Es ist einfach ein bisschen Arbeit über die Saison und das muss man einfach so sehen und angehen. Und dann wird das sicherlich im Verlauf des Jahres was werden. Es ist ja bei euch bei To Limit so, dass ihr nicht einfach nur die Autos dahin stellt, sondern ihr bietet ja ein ganzheitliches Konzept an. Mit Axel Funke, mit ja, Arbeit an der Fitness, mit psychologischer Betreuung. Wenn man das jetzt sieht und wenn man Bock hat und denkt, naja, ich bin auch schnell, ich hätte durchaus mal Lust, kann man da jetzt noch einsteigen? Fehler hier von der 99, Lorenz Stegmann, das ist der problematische Bremspunkt da hinten am Ende der Gegengeraden. Kann man da auf eure Seite gehen und eventuell noch drüber nachdenken, zum zweiten BMW M2-Cup-Rennen einzusteigen? Ist das möglich? Absolut, das ist auf jeden Fall möglich. Also wer auch immer Interesse hat, gerne bei uns melden. Da gibt es sicherlich eine Möglichkeit über Gaststarts oder was auch immer, da eine Möglichkeit zu finden. Wie du schon gesagt hast, das ist ein ganzheitliches Programm, was wir da anbieten. Wir haben ja an der Strecke jetzt 2 Physios auch da, die immer ein Warm-up und ein Cooldown machen nach den Rennen. Sind für die Fahrer einfach da, sodass sie top vorbereitet sind. Wir bieten Fitnesscamps an. Wir haben einen Rennsimulator in Lohne stehen zur Vorbereitung auf die Rennen. Also es ist wirklich ein Programm, was die Fahrer nutzen sollten. Bartholomä Horsten war da gerade im Kiesbett, haben wir gesehen. Und jetzt sehen wir die Lücke zwischen dem Gelben, das hier, das ist nämlich der zweite. Das ist Osten. Ja, und Tom Nittel hatte auch einen Fehler drin gehabt, ne? Der war auch im Dreck nebenbei, weil er seinen Angriff nicht exakt genug getimt hat. Ja, das könnte es gewesen sein, ne? Die Entscheidung um Platz 2, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass in den verbleibenden 6 Minuten Tom Nittel nochmal ranfahren kann. Ja, könnte sehr schwierig werden, zumal er auch die ganze Zeit im Windschatten war von Maxim Osten. Den hat er jetzt nicht mehr mit diesem Abstand von knapp 3 Sekunden. Muss man mal schauen, eventuell hat er nochmal die Chance, ein bisschen ranzukommen, aber 5 Minuten Restzeit könnte schwierig werden. Fabian Kreim, sensationell. Unglaublich, wie er das hier raushaut, schnellste Rennrunde gefahren. Ja, und der ist in jeder Runde, du hast es vorhin erwähnt, eine Nummer schneller als die anderen. Ja, was macht er denn anders, der Fabian Kreim? Wie gesagt, er ist einfach extrem sauber. Also er hat ganz selten einen Rutscher drin. Er überfährt das Auto nicht. Er bewegt den Reifen genau am Limit. Und ja, das macht es am Ende aus. Also ganz, ganz rundes Fahren ist mit diesem Auto in dem Rennen wichtig. Angriff von der 25 von Diego Stifter, den wir da gesehen haben. Der kämpft jetzt um die Positionen, da geht es um Platz 8. Also vorne Fabian Kreim, dann Osten, dann Nittel, Hogenbohm, Mackes, Horsten, Stegmann, Müller, Stifter und De Hau. Das sind die Top 10, verfolgt von den beiden Kreuzpointner-Schwestern. Und überall im Feld diese Kämpfe. Ausnahme, große Ausnahme, der in grün im Schaeffler-Design. Hier sehen wir nochmal den schönen Angriff von Stifter, der damit auf die 8. Position an Müller vorbeigeht. Das war ein sauberes Manöver, sehr souverän gemacht.
am souveränsten von allen, aber vorne der Grüne im Scheffler-Design, der ist weg. Witzigerweise im Übrigen das Auto, was ich auch fahren durfte. Ganz genau, das durftest du fahren am Nürburgring letztes Jahr. Ist dementsprechend schnell unterwegs, das Auto. Und, ja, ich war es leider nicht. Also ich muss gestehen, ich habe es ein bisschen analysiert. Also bei mir fing schon mit der Sitzposition an und mit der ganzen Orga. Ich habe mich aber nicht wohlgefühlt im Auto. Ich habe zum Beispiel gesehen, als ich es mir nochmal angeguckt habe, dass ich auf der Geraden auf der Bremse gestanden habe, weil ich einfach keinen Platz mit meiner Schuhgröße 46,5 da unten im Fußraum hatte. Das sind alles so Kleinigkeiten, aber da werde ich dich dann nochmal fragen, wenn ich nochmal irgendwann fahren darf. Schon mal als kleiner Teaser am Nürburgring. Da wird dann Matthias Killing, der unser Rennen ja klar dominiert und gewonnen hat von Sat1 Pro7 Run Racing. Also Matthias Killing wird dann einen Gaststart fahren, zusammen mit Alex Hofmann, dem ehemaligen MotoGP-Fahrer. Was traust du denn dem Matthias zu da am Nürburgring? Ich meine, du hast ihn beobachtet. Ja, ich habe ihn beobachtet. Es sah so aus, als hätte er sehr wenig Angst im Auto. Das stimmt. Hat deutlich später gebremst als du in jeder auch Kurve. Das stimmt. War auch früher auf dem Gas. Und dann ist man natürlich zwangsläufig schneller. Ja, wird sich sicherlich erstmal einschießen müssen und das Auto auf der Strecke kennenlernen. Aber wenn er da so rangeht, wie er das letztes Jahr im Nürburgring gemacht hat, traue ich ihm schon ein bisschen was zu. Kann er da mitfahren, meinst du? Ja, hierfür wird es sicherlich jetzt gerade noch nicht reichen, aber er ist nicht schlecht unterwegs. Also Fabian Kreim, wir haben noch 2 Minuten 50 Sekunden plus eine Runde hier auf der 4,6 Kilometer langen Variante mit der spektakulären Kurve 1 im BMW M2 Cup. Und es sieht so aus, als wenn Fabian Kreim das alles im Griff hat. Lichthupeneinsatz hier jetzt bei Jano de Hau. Naja, kann er ja gerne machen, das mit der Lichthupe. Aber so einfach mal Platz machen, das ist dann auch nicht so unbedingt drin. Diego Stifter will seine Position nämlich verteidigen, hat da was gegen. Mal schauen, ob er da noch vorbeikommt. Ganz genau, also er hat einfach die Lichthupe aktiviert, um den Vordermann ein bisschen zu verwirren. Aber in den meisten Fällen klappt das dann doch nicht. Aber man will natürlich alles ausnutzen. Marc-David Müller davor mit der 22, das ist der Kampf um die Position 8. Also in den Top 10, das muss natürlich das erste Ziel sein. Weit auseinandergezogen jetzt das Feld. Und die Kameras suchen den grünen Punkt. Und das ist die 43, das ist Fabian Kreim, 4,2 Sekunden jetzt, ne? Also Fabian Kreim, das ist ein BMW M2 Cup fahrendes Uhrwerk. Ja, absolut. Jede Runde ist quasi identisch. Fährt jetzt immer noch eine 46,8, was extrem schnell ist. Jetzt schon für mehrere Runden hintereinander. Ist quasi jede Runde einfach identisch, die er fährt. Und ja, es ist einfach dominant aktuell. Sehr, sehr stark, Fabian Kreim. Die Uhr tickt runter. Und dann geht es auf die letzte, finale Runde. So, jetzt bist du der Coach von den Jungs. Wie sieht der weitere Tagesverlauf aus? Setzen die sich jetzt gleich gemütlich bei euch bei einer leckeren Pasta in die Hospitality, gucken sich das DTM-Rennen an und legen die Füße hoch? Oder musst du noch richtig ran und hart arbeiten? Nee, da wird schon noch einiges am Programm geben. Jetzt gleich ist natürlich erstmal das Parc Fermé. Danach werden wir die Daten von den Autos ziehen, die Videos runterladen. Und dann gibt es mit jedem Fahrer eine ordentliche Datenanalyse erstmal, um alles zu analysieren und um Sachen einfach morgen noch besser zu machen und das Auto weiter zu lernen. Also da ist schon noch bis heute Abend gut was zu tun mit den Fahrern. So, die letzte Minute. Keiner kommt ran an Fabian Kreim. Gleich sind es 5 Sekunden Vorsprung. 4,6 exakt beim letzten Ziel. Durchlauf. Und jetzt haben wir hier gesehen, in Kurve 1 völlig unterschiedliche Linienwahl. Ne? Das haben wir auch bei der DTM Trophy, das haben wir auch bei den DTM-Autos gesehen. Da kann man mit einer anderen Linienwahl, mit einer anderen Linienvariante, da kann man sehr viel Zeit holen, aber auch liegen lassen. Absolut. Also viele legen halt Wert auf den Eingang der Kurve und pushen dementsprechend mehr in die Kurve rein und andere halt mehr auf den Ausgang. Und dementsprechend muss man auch andere Linien fahren. Am Ende ist tatsächlich vieles ähnlich schnell. Es gibt einfach viele Varianten, die Fahrer dann bevorzugen. Die Position klar bezogen. Das ist Fabian Kreim. Jetzt ist die Uhr gleich abgelaufen. Der Dominator hier im BMW M2 Cup. Wir sehen hinten die 50. 50 Jahre BMW M. Nächstes Wochenende das nächste Rennen dieser Autos mit echten Motorsportlegenden, die wir dann sehen werden im BMW M2 Legendenrennen in der Eifel, in der grünen Hölle. Und Fabian Kreim ist auf dem Weg, BMW M2-Legende zu werden. Denn das sieht souverän aus. Das ist sehr, sehr sicher. Ja, und einer mit der Erfahrung wie Fabian Kreim, der lässt sich das jetzt natürlich nicht mehr nehmen. Geht in die letzte Runde.
sicher. Ich denke, er wird jetzt einfach nach Hause fahren. Hat ja genug Abstand nach hinten rausgefahren und muss nicht mehr voll attackieren. Wird er wahrscheinlich trotzdem machen, aber der wird keinen Fehler machen. Für die Fans der Hinweis, auch Fabian Kreim steht natürlich zur Verfügung. Der kann euch das genau erklären, wenn ihr vorbeigeht bei BMW in der Hospitality, wie er das denn hier gemacht hat mit seinen 4,6 Sekunden. Sein Manager Dennis Rostek schreibt schon Sweet Caroline. Ihr kennt ja alle das Stück, das wird da sicherlich dann gleich irgendwann laufen. Und wir haben noch den ganzen Tag volles Programm. Und wie schon erwähnt, für euch Fans, das BMW M2 Cup Fahrerlager ist offen und alle, inklusive David Goldmann, meinem Experten, bei dem ich mich jetzt schon mal bedanken möchte. Danke, David. Wir machen morgen nochmal zusammen. Ne? Sehr gerne. Hat mich gefreut. Noch ein zweites Rennen und dann sind wir gespannt, ob Fabian Kreim das wieder so nach Hause fahren kann. Hier geht es immer noch rund bei der 22 bei Marc David Müller, bei Stifter und Dahau. Die kämpfen immer noch um Position 8. Völlig unbeschwert, völlig unbedrängt vorne, aber Fabian Kreim, der jetzt auf den letzten Metern ist, gleich bei Startziel einläuft und dann hier den ersten Sieg im BMW M2 Cup in der Saison 2022 holen wird. Letzte Runde, also die letzten Meter sogar für Fabian Kreim. Vor 3 Tagen wusste er noch nicht mal, dass er in die Lausitz fahren wird. Und jetzt ist er hier, jetzt sitzt er im BMW M2 Cup im grünen Schaeffler-Design und fährt das Ding hier nach Hause. Wer Lust hat, wer kann, bitte fertig machen zum Jubeln. Da ist Fabian Kreim, der hier das erste Rennen der BMW M2 Cup-Saison 2022 überlegen mit knapp 5 Sekunden Vorsprung gewinnt. Auf der 2, auch da Gratulation Maxim Osten. Und da hinten, der eine Fehler war wirklich entscheidend, Tom Nittel auf der 3. Position. David, ein Einlauf, wie du ihn erwartet hast? Ja, tatsächlich so in die Richtung hatte ich schon gedacht. Also ich war mir recht sicher, dass Herr Fabian das so nach Hause fahren wird, wenn er einen guten Start erwischt. Und das hat er getan. Die da hinten auch sehr souverän. Da gibt es noch einen Zweikampf auf die Gerade im März. Der Hau mit der 14, der muss sich da noch wehren. Ja, reicht aber nicht. Also gibt er die Position noch ab. Das ist die 25 auf den letzten Metern, Diego Stifter. Aber das ist eben halt auch das Tolle. Ne? Nicht nur vorne, großartiger Rennsport, sondern auch hinten. Da wird um jede Position gekämpft. Ganz genau. Da sind. Haben wir die beiden Schwestern auch noch gesehen, Jacqueline und Alessia Kreuzpointner. Und hier auch das gehört dazu. Wenisch mit der 12, die Nachzügler, Fuster mit der 11 und die 53, Heffler. Ja, eine Minute Rückstand. Wie baust du die Jungs jetzt auf? Ja, die beiden hatten tatsächlich ein Problem am Anfang des Rennens, dass sie da einmal durchs Kies gefahren sind und der eine sich gedreht hat. Das muss man analysieren, aber ich denke, dass die Pace da ist und da sollte man sich drauf konzentrieren, dass es morgen dann weitergeht. Und nicht zu oft ins Kiesbett fahren, bitte. Das haben wir gesehen. Das ist suboptimal. Und hier die Wiederholung. Fabian Kreim, also holt das Ding hier nach Hause im BMW M2 Cup. Ja, und dann gleich natürlich die Siegerehrung der Protagonisten unten im Fahrerlager. Und nochmal der Hinweis, während wir hier nochmal das Gesamtergebnis sehen. Also Kreim, Osten, Nittel, das die ersten drei. Dann Hogenbohm, Mackes, Horsten, Stegmann, Müller, Stifter auf der 9. Und auf der 10. Position haben wir Dahau. So, war ein klasse Rennen, ne? Hat Spaß gemacht. Absolut, super Rennen fürs erste Rennen des Jahres hier im M2 Cup. Hat wirklich Spaß gemacht, enge Kämpfe dabei gewesen, alle Autos ins Ziel gekommen und das ist doch am Ende was zählt. Ja, und vor allen Dingen, es ist nichts kaputt gegangen. Absolut. So. Nochmal der Blick auf die Herrschaften auf dem Podest. Fabian Kreim, Maxim Osten, Tom Nittel. Diese drei, muss man sich merken, automatisch in der Favoritenrolle auch für morgen. Ich denke, wenn die so weitermachen wie heute, haben die große Chancen. Sicherlich wird ein Leonard Hogewohn oder Michael Marquez auch nochmal attackieren können. Also es gibt schon einige, die auch von hinten noch nach vorne fahren können. Ja, aber
ich denke, dass wir die ersten drei da auch wieder irgendwo sehen werden, ja. So, Autos stehen im Parc Fermé. Siegerehrung kommt dann gleich mit Verena Vriet am Mikrofon. Und nochmal, alle Informationen zum BMW M2 Cup auf der To Limit Homepage oder aber einfach hier im Fahrerlager vorbeigehen bei den Kollegen und sich direkt informieren. Da wird einem auf jeden Fall geholfen und da gibt es die wichtigen Informationen für die, die sich dafür interessieren. So, die Pokale stehen auch bereit. Und Verena Vriet, gerade angesprochen, ist bereit und sicherlich begeistert. Bitte schön, Verena. All right, and now we've got Tom Nittel here. Congratulations, P3 for you. You look very content, very happy. So I guess from here, anything is possible, but I guess a podium definitely today. Yes, I'm very happy. Had a good pace today, nice fights in the beginning with Maxime. So I'm happy, and let's see what we can do tomorrow. It was a good fight, but it was also fair. And exactly, and also coming from P4 to P3, I guess you're happy in your race result. Yes, the start was really nice. I got some positions and yes, I'm happy. And I guess it's also fantastic always having two races on one weekend, right? Yes, that's perfect. And right. I can do it better in the next race. Even better. All right. Thank you so much, Tom. Thank you. And now we've got Maxime Osten here, who's started in P2 and ended in second place. So how excited are you? Yeah, my start was super bad. I was directly into P4 and I was next to, I think, 47 in turn one, so I was faster there, and I was the first lap. I ended in P3. I wanted to overtake P2, and he turned in on me. So I think my wheel is like a little bit, it's not straight anymore, and I ended in P2. So it's but good. I was just going to say, considering you didn't have the best start, it's very good. Yeah. Yeah, considering right. That is good. All right, so you're happy. Yeah. Thank you so much. And last but not least, we're going to get Fabian Kreim also, who started in pole position and got his victory. So I was right about that. How does it feel? Amazing, really. A nice job. Thanks to my team Pole Promotion for that possibility to drive here. It was amazing. I don't know what to say. Out of words because yeah. You're so excited. Well, that's always the best. Well, off you go to the podium because you're going to have the ceremony in just a bit. So here's your commentator. Ja, danke, Verena. Also, Fabian Kreim, das Ganze natürlich auf Englisch kurz zusammengefasst. Also hat sich nochmal bei seinen Betreuern bei der Agentur Pole Promotion und Dennis Rostek bedankt, dass er hier mitfahren darf. Ist klar, ich habe es erwähnt, das richtige Rallye-Programm für Fabian Kreim, den zweifachen deutschen Rallye-Champion, war nicht zu realisieren, war nicht umzusetzen. Und deswegen der Gaststart hier sehr willkommen im BMW M2 Cup. Da sehen wir Jörg Michaelis aus dem Hause To Limit. Daumen hoch. Maxime Osten, Tom Nittel, Fabian Kreim, die drei Herrschaften auf dem Podium hier im BMW M2 Cup. Applaus, Tom Nittel! So, da kommt Tom Nittel. Der eine Fehler, der war es vielleicht. Aber wir haben ja seine Analyse gehört. Morgen ist ein neuer Tag, morgen ist ein neues Rennen im BMW M2 Cup. Auf zwei über die Linie gekommen, unser Zweitplatzierter, Maxime Osten. Maxime Osten von Olli Sittler, unserem BMW M2 Cup Streckensprecher und Podestpräsentator. Und jetzt der Sieger des Ganzen, unangefochten. Sicherlich der erfahrenste im Feld. Von der Pole, Startzielsieg für Fabian Kreim. Ja, und auch bei den vielen Erfolgen, die Fabian Kreim schon geholt hat. So ein Sieg hier im BMW M2 Cup, den nimmt er natürlich gerne mit. Und natürlich auch hier die Nationalhymne Deutschlands. Thank you.
Gratulation. So, Fabian Kreimer so ganz oben. Da wird nicht so viel Arbeit fällig heute. Er hat das Paket im Griff gehabt. Also, jetzt aber erstmal die Trophäen für die drei auf dem Podest. Tom Nittel, der als erstes hier den Pokal bekommt, kriegt bestimmt einen Ehrenplatz. So, im Hause Nittel. Mit den anderen beiden Protagonisten. Da oben Platz 2, Jörg Michaelis mit der Trophäe. Da sehen wir den Chef des Ganzen zusammen mit Hans-Bernd Kamps. Jörg Michaelis. Gratulation. To Limit, absolute Profitruppe in Lohne. Die haben das natürlich alles im Griff. Mit viel, viel Erfahrung in allen möglichen Rennsportkategorien. Porsche Cup und so weiter und so weiter. Ganz viel. Aus dem Hause BMW M. 50 Jahre BMW M. Nächstes Wochenende in der grünen Hölle. Da sehen wir dann die Autos wieder mit absoluten Legenden. Wie zum Beispiel Arturo Mezzario. Und. Also kann man sich drüber informieren. Und natürlich gibt es auch hier ein bisschen was Prickelndes aus der Flasche. Gratulation an die drei Herrschaften auf dem Podest. An Tom Nittel, an Maxim Osten und an Fabian Krein. Der Schluck aus der Flasche schmeckt. Ja, und jetzt geht es dann bald hier in der Lausitz weiter. In Bälde mit der DTM. Das ist das Ziel, da wollen sie alle hin. Und wir stimmen euch noch mal ein bisschen ein mit den besten Szenen hier aus dem BMW M2 Cup. Das war's von hier oben. Morgen geht's weiter im BMW M2 Cup. Wer schlägt Fabian Krein? Das ist die Überschrift, das ist die große Frage. Danke fürs Zuhören. Viel Spaß weiterhin hier in der Lausitz und bis morgen.